Hi, das hier hinter mir ist keine echte Steinwand. Also ich meine, ja klar, es ist eine echte Wand, aber es sind halt keine echten Steine, sondern die sind aus Styropor. Und wie ich diese Wand genau gemacht habe, darum geht's in diesem Video. Der Vorteil von so einer Steinwand ist halt, dass durch diese Fugen die Steine halt auch wirklich Licht aufnehmen und halt Schatten werfen, was halt eine Tapete zum Beispiel nicht machen würde. Und deswegen kann man da hinten ganz toll mit Licht dran arbeiten. Also ob man sich jetzt zum Beispiel eine schöne Stehlampe dahinstellen möchte, so zum Beispiel, oder halt irgendwie ein bisschen was mit LED-Lichtern machen möchte, da gibt es halt Ideen ohne Ende. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es auf Dauer machen möchte, aber auf jeden Fall kommt da noch irgendein geiles Licht dran. Ich habe ja bei mir im Büro auch so eine Wand gemacht mit so Styroporsteinen und die kommen von der Firma Isodecor. Und das Video dazu verlinke ich hier nochmal einmal. Und da mir das ganz gut gefallen hat, auch die Verarbeitung, ich habe das daher einfach mit Silikon an die Wand geklebt und dann nochmal so ein bisschen Übergänge gemacht und sowas, habe ich mir gedacht, ich würde sowas auch gerne hier bei mir in meiner neuen Gartenhütte auch für eine Wand nehmen. Und ich habe mit denen Kontakt aufgenommen. Ja, und so kam es halt dazu, dass der Werbepartner für das Video heute Isodecor ist. Isodecor macht dekorative Wandgestaltung. Es gibt eine Internetseite, isodecor.de. Ich verlinke die nochmal hier unten und ich verlinke die auch nochmal hier. Und auf dieser Internetseite gibt es halt eine ganze Menge unterschiedliche Produkte. Angefangen von 3D-Wandpaneelen, wie sowas hier zum Beispiel halt auch ist, über Akustikpaneele, Marmorplatten, dazu gibt es zunächst auch noch ein Video, und Natursteinplatten. Zubehör zur Montage und so gibt es natürlich auch noch. In diesem Video geht es hier aber um die 3D-Wandpaneele. Ich habe freundlicherweise von Isodecor mal so ein paar Muster geschickt bekommen und die möchte ich hier gerne mal zeigen. Also es gibt da wirklich ganz unterschiedliche Designs. Das hier zum Beispiel, oder hier sowas, was eher so ein bisschen nach Klinker aussieht. Ne? Das hier sind eher so ein bisschen runde, abgerundete Steine. Hier auch nochmal so ganz clean, in dunkel mit weißer Fuge. Hier nochmal so ein bisschen hellerer Stein. Und hier finde ich auch ganz schön mit unterschiedlich großen Steinen. Und hier nochmal die Optik, die ich halt bei mir im Büro verwendet habe. Ich wollte aber gerne eine komplett schwarze oder anthrazitfarbene Wand haben und deswegen habe ich gedacht, ich besorge mir einfach irgendwas davon und streiche das hinterher schwarz über. Dann hatte Isodecor mir aber vorgeschlagen, hey, wir haben doch noch Schneewittchen. Und Schneewittchen ist diese komplett schneeweiße Platte hier. Aber bevor ich anfange, das hier gleich mal zu zeigen, möchte ich eben noch ganz kurz auf die Vorteile eingehen, die ich auf jeden Fall so sehe, die dieses System halt irgendwie mit sich bringt. Okay, also natürlich sind das hier keine echten Steine. Ich finde aber, der erste Vorteil ist auf jeden Fall, dass die Optik wirklich nahezu realistisch aussieht. Der zweite Vorteil ist, das Ganze ist verhältnismäßig günstig. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen würde, dass man so eine Wand 3 Meter breit, 2,40 Meter ungefähr hoch mit echten Steinen mauern würde, wäre man wahrscheinlich nicht so günstig dabei gewesen. Und ein weiterer Vorteil, das Ganze ist total einfach zu verarbeiten. Also wie gesagt, man kann es entweder mit Silikon an die Wand ankleben oder in meinem Fall habe ich das Ganze angeschraubt. Und auch das Schneiden der Platten ist total einfach mit einem scharfen Cuttermesser gemacht. Und deswegen finde ich, wenn man zum Beispiel eine Mietwohnung hat, kann man halt sowas hier ganz einfach eine schöne Wand machen. Ich habe für das Ganze hier einen Nachmittag gebraucht, inklusive Streichen, allem drum und dran. So, und nun gucken wir uns mal an, wie ich das Ganze gemacht habe. Okay, ganz am Anfang sah das Ganze hier so aus. Also einfach nur Holzbretter an der Wand. Und ja, meine Idee war halt, diese weißen Platten da einfach vorzumachen und dann hinterher das Ganze Anthrazit zu streichen. Die Platten sind ehrlich sehr stabil, haben eine ordentliche Stärke und dick genug auf jeden Fall, um die halt mit Schrauben an der Wand zu befestigen. Ich habe pro Platte halt 6 Schrauben genommen. Beim Zusammenlegen der Platten muss man einfach nur darauf achten, dass die Steine, also dass die Platten richtig rumliegen, damit die Steine auch zusammenpassen. Wenn das Ganze nicht passt, muss man es einfach umdrehen und dann passt es wieder. Kann man hier ganz schön sehen, so gehen die Steine ineinander über. Zu den Rändern hin, wenn man dann die Platte kürzen muss, ganz einfach die Platte verkehrt rum anlegen, kurz einmal anzeichnen, wo man halt dann schneiden will und dann einfach die Platte von hinten auf Rückseite schön sauber durchschneiden. Wie gesagt, man kann die sehr gut verarbeiten, sehr einfach gemacht und so passt das Ganze dann auch wunderbar zusammen. Das Reststück habe ich genommen und ganz einfach in die nächste Reihe oben drüber gesetzt und bin damit wieder angefangen. So habe ich halt überhaupt gar keinen Verschnitt gehabt. Ja, und dann ging es halt weiter, die nächste Platte daneben gesetzt, wieder ein paar Schrauben rein und die nächste Platte und die nächste Platte und so weiter, bis die Wand halt irgendwann komplett voll mit Platten war. Wenn man sich das Ganze aus der Nähe angeguckt hat, konnte man ganz gut noch so die Übergänge sehen. Ich habe dann die ganz einfach mit Acryl zugespritzt und natürlich auch die
die Löcher, die durch die Schrauben entstanden sind, einen kleinen Punkt Acryl drauf gemacht und habe dann am Anfang einfach mit dem Finger so ein bisschen drauf rumgepatscht, bis dann halt die Struktur genauso aussah wie der Stein selber. Das habe ich in den Fugen gemacht, das habe ich auf den Löchern gemacht und hat eigentlich ganz gut funktioniert. Statt das Ganze mit dem Finger zu machen, kann man auch ganz einfach einen groben Pinsel nehmen und da so ein bisschen rübergehen und dann sieht das Ganze eigentlich auch ganz gut aus. So, und dann sah die Wand erstmal so aus und ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich auch in Weiß total geil. Hätte man jetzt eine weiße Wand haben wollen, wäre das Ganze fertig. Ich wollte aber eine anthrazitfarbene Wand haben und deswegen ging es erstmal ans Streichen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, das ist natürlich gar nicht so einfach, das Ganze zu streichen, weil natürlich die ganzen Fugen alle mitgestrichen werden müssen. Ich habe dann halt immer ordentlich viel Farbe auf die Rolle gemacht und habe das Ganze dann richtig so schön in die Fugen reingematscht. Hat ein bisschen gedauert, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann ganz zum Schluss habe ich mit einem kleinen, feinen Pinsel nochmal die Ecken gemacht und das Resultat, finde ich, konnte sich dann auf jeden Fall auch schon sehen lassen. Und ja, so sieht das Ganze dann jetzt aus. Ich hoffe, meine Erklärung hat ein bisschen geholfen. Falls du auch Bock hast auf so eine Wand, ob es jetzt in Schwarz gestrichen ist oder halt eine von diesen ganzen verschiedenen Dekors, die es halt auch schon so fertig gibt, dann bist du bei ISO Dekor auf der Internetseite genau richtig. Und wie ich heute gesehen habe, haben die zufälligerweise gerade auch so ein bisschen Lagerverkauf. Also da sind die Preise sogar echt günstig im Moment. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall mal auf ISO Dekor vorbeizugucken. Ja, das war's schon wieder für heute. Wie gesagt, die Marmorplatten teste ich auch noch aus. Da bin ich noch so ein bisschen am Bauen. Da kommt demnächst auch noch mal ein Video dazu. Also wenn ihr das auch sehen wollt, auf jeden Fall Kanal abonnieren und nichts verpassen in Zukunft. Achso, und mein Gartenhaus hier wird auch noch ein Thema sein. Das hat ein bisschen länger gedauert zu bauen und wird, finde ich aber auf jeden Fall, ziemlich geil. Ja, und das war's auch schon wieder. Ich sag mal, bis zum nächsten Video. Ciao!